Ein mysteriöser Fehler in der B-2 setzt die 509. Einheit und die Air Force unter großen Druck. Sie müssen herausfinden, was genau mit der Flugsteuerung schiefgelaufen ist, damit die Flotte wieder eingesetzt werden kann. Und die Welt sieht ihnen dabei zu. Okay, fangen wir von vorne an. Warum mussten sie kalibrieren? Es war ein Verfahren, das viele Piloten nicht kannten und das Techniker nicht oft durchführten. Die Ermittler suchen nach besonderen Ereignissen, die sich auf die Sensoren ausgewirkt haben könnten. Aha. Sie flogen einen Tag später. Auf der Whiteman Air Force Base in Missouri gab es einen heftigen Schneesturm. Es hat stark geschneit. Die Sichtverhältnisse waren sehr schlecht. Also haben wir die Mission um 24 Stunden nach hinten verschoben. Der Bomber blieb auf dem Rollfeld stehen, während die Piloten auf ihren Einsatz warteten. Okay. Also, der Jet stand wegen der Verspätung 24 Stunden lang im Freien. Und weiter? Schauen Sie, das Wetter. Vorletzte Seite. Meine Güte. Das ist eine ganze Menge Regen. Die Wetterdaten zeigen, dass in der Nacht vor dem Unfall ein tropischer Regensturm tobte. Sagen Sie mir nicht, dass ein Sturm ein milliardenschweres Flugzeug zum Absturz brachte. Man traf die Entscheidung, die beiden B-2s bei dem heftigen Regensturm im Freien zu lassen. Okay, fluten wir sie. Tests sollen zeigen, wie sich der Regen auf die Sensoren ausgewirkt haben könnte. Und stopp! Das kann doch nicht sein. Die Tests bestätigen, dass die Sensoren durch den starken Regen feucht wurden und neu kalibriert werden mussten. Das System war zuvor noch nie stark im Regen ausgesetzt, selbst während der Test- und Entwicklungsphase. Somit wusste niemand, wie sich das auf den Einsatz der B-2 auswirkt. Niemand wusste, wie sich starker Regen auf die B-2 auswirkt, weil sie fast immer über Nacht im Hangar der Whiteman Air Force Base stand. Selbst bei Einsätzen in Afghanistan oder Libyen kehrt sie nach Missouri zurück. Bei Einsätzen in Guam herrschen andere Wetterbedingungen. Könnte starker Regen die einfache Erklärung für den Unfall sein?